Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, alle Geschlechter mit darunter gefasst. Wir sind wieder beim samstäglichen Verantwortungstreff oder Samstalk, der ältesten Telefon-Talkshow von Schenker Bewegung. Also am Anfang war sie auch nur per Telefon oder Chat, als wir angefangen haben. Aber jetzt mittlerweile bin ich sehr dankbar in der Kooperation mit dem Dylan, von dem ich gleich noch was sage, ist das jetzt auch gut als Video sichtbar. Worum geht es? Einmal die Woche, haben wir gesagt, oder manche, wenn das Leute nicht wollen, vielleicht einmal im Monat, auftauchen aus dem Mitfließen im Leben und sich die große Verantwortungs-, man kann auch sagen, Sinnfrage stellen. Ist das das, was es sein soll? Ist das das, wofür das Leben da sein kann, was im Ganzen, ja, was man vertreten kann, auch vor der Zukunft? Oder ist es das Gegenteil? Sollte man ab und zu auftauchen aus dem selbstverständlichen Strom, um sich mit dieser Fragestellung zu beschäftigen? So denken wir, also herzliche Einladung, das zu tun. Alleine suchen ist nicht so gut wie mit anderen zusammen, die das auch ehrlich und ernst meinen, also zumindest zusätzlich wird jemand, der da so gut wie möglich vorwärts kommen will, das Gespräch mit solchen Leuten suchen, schätze ich. Ja. Und wir sind also hier jetzt dann im Laufe der letzten Monate in eine bestimmte Form hineingewachsen. Also ein Kernteam aus dem guten Dylan, der zu den Next Scientists for Future gehört und Sprecher ist des Weltrates der Weisen und meiner Unbedeutendheit, öff, Systemaussteiger und Gründer der Schenker-Bewegung. Es verbindet uns als roter Faden oder Lebensnerv, kann man auch sagen, für alternatives Leben, die radikale Bereitschaft zur freien Argumentekultur statt Canceling und was da alles so sonst Mode ist. Und der Dylan hat da auch eine Anzeige mal gemacht. Also wir wollen diesen Lebensnerv wirklich auch zur Entwicklung von Kommunen werden lassen. Wir bieten da unsere Begleitung an oder Supervision, wie das in der Anzeige da auch so steht, damit wirklich ehrliche Argumente, offene Lebensformen und auch Gemeinschaftsformen, Kommuneformen möglich werden. Wer über die Talks hier hinaus mit uns in einen interaktiven Austausch oder interaktive Suche gehen möchte, ist herzlich eingeladen. Es gibt ein zusätzliches korruptionsbefreites Internetforum. Findet man unter www.freie-argumente-kultur.de. Da seid ihr auch ganz herzlich eingeladen. Bei der Anmeldung, also erstmal als Gäste kommt man rein, um sich anzumelden, bitte per E-Mail sich mit mir in Verbindung setzen. schenker-öff@yahoo.de. Okay, die formale Gestaltung des Talks ist bei uns der Redekreis. Das heißt, man gibt nach einer bestimmten Zeit, normalerweise so 4 Minuten, so hat sich das eingependelt, gibt man es an den anderen oder den nächsten weiter. Und ja, der Dylan, der freundlicherweise sich um die Aufnahme kümmert, kümmert sich da auch um die Zeit, also macht dann so piep, 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 wenn die 4 Minuten um sind. Heute sind wir wieder erstmal zu zweit. Also natürlich ist es ein großes Wunder, dass ihr nicht alle gerannt kommt, um hier mitzusprechen. Denn ja, also für mich ist so mein Leitmotto auch fürs Miteinander reden. Ich möchte über die wichtigsten Inhalte mit geeignetsten Menschen in der besten Form kommunizieren. Macht ihr das auch so? Wenn ja, also ne, kommt angerannt, ne, weil hier könnte das vielleicht ja ganz gut gehen. Okay, das mal als Einstieg und damit gebe ich für den ersten inhaltlichen Beitrag an den guten Dill. Ja, danke schön. Ja, und ich verstehe ja sozusagen diesen runden Tisch, das mit dem Redestab, der kreist sozusagen wie so eine Zentrifuge, dadurch, dass die Leute auch dann nach und nach auf bestimmte Dinge vielleicht auch eingehen. Kommt es vielleicht dazu, dass der eine oder andere Irrtum als solcher erkannt wird und dann durch die Zentrifugalkraft dieses runden Tisches und des Kreisens sozusagen nach außen wegfliegt
und wir am Ende bei einem Minimalkonsens landen. Aber irgendwie hat es eben die Marktwirtschaft, ich stelle mit Entsetzen fest, heute, wie gesagt, der Wissenschaftler, mit dem ich heute Morgen telefoniert hat, wollte aber eigentlich auch heute Abend dabei sein. Aber so ist das. Wir leben im Zeitalter einer unendlichen Cancel Culture. Die Marktwirtschaft hat es geschafft, die Menschen dazu zu bringen, dass sie nur noch mit Gleichgesinnten reden, aber nicht mehr mit denen, von denen sie eventuell profitieren könnten, weil sie ihre Irrtümer verlieren könnten. Mit denen redet man nicht. Also, und das ist aber ein tolles Phänomen, dass die Gespräche auf höchstem Niveau, die wir hier haben, dass die Leute einfach dort bleiben, wo sie Gleichgesinnte haben. Die Neoliberalen reden nur mit den Neoliberalen. Die Revolutionäre, die gerne Reiche am liebsten erschießen würden und umbringen würden, die reden nur mit ihren Gleichgesinnten. Und alles ist eine gnadenlose Cancel Culture sozusagen. Mit Leuten, das hat mich schon sehr überrascht, also mit Leuten, die neue Ideen haben, da redet man nicht. Und die Testwahlen, die der Weltrat hatte mit 56% für seine Variante des gemeinwohlökonomischen Denkens, mit diese 56% waren nur, dass die Leute gerade mal so viel bereit waren, aktiv zu sein, dass sie ihr Kreuz einen Zentimeter weiter gerückt haben an eine andere Stelle, aber schon an solch einem Redekreis teilzunehmen, an dem für mich New World Economic Forum, an diesem neuen runden Tisch, diesem neuen Weltwirtschaftsforum mit teilzunehmen, mit dem viel besseren Moderator FF, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, das ist schon zu viel. Das ist schon zu viel. Ne? Ich bin also dann schon erstaunt, aber das heißt, vielleicht kann man bei Menschen heutzutage gerade noch so viel erreichen, dass sie ihr Kreuz einfach ein paar Zentimeter an einer anderen Stelle machen und alles andere ist schon zu viel verlangt. Ne? Aber wer weiß. Ja, und meine letzten 2 Minuten der ersten Runde verwende ich wie immer dafür, dass ich plädiere für die Dinge, die ich empfehle. Ich lade ein. ÖFF hat ja auch noch 10 Locations an der Hand circa. Und ich lade ein für die Location Gemeinschaft Köln Süd, ja, wo alles Mögliche ausprobiert werden kann, wo ich vorhin auch mit einer Frau aus Italien, Oberitalien gesprochen habe, die perfekt Deutsch spricht, die eigentlich jetzt dabei sein wollte. Aber na, so ist das, ne? Und sozusagen das Problem bei den Gemeinschaften sehe ich, dass im Kapitalismus eine Gemeinschaft aufzubauen, die quasi gegen den Strom der Gehirnwäsche des Kapitalismus fließt, ist halt doch eine Höchstschwierigkeit. Alle Gemeinschaften, die so existieren, haben immer mehr oder weniger fließen mit dem Strom des Kapitalismus. Ich habe also leider doch dann die größere Hoffnung, bei dem, weil ich jetzt ja gerade erlebe, und ich zeige das mal als Bild hier, ich erlebe das ja, dass also hier erstens die Leute an diesen Flyern der Partei des Gemeinwohls durchaus Interesse haben und die oft sogar selbstständig rausnehmen und mitnehmen. Und dann eben auch, dass dieser Artikel in Schrot und Korn, nachdem ja im ZDF und in Arte und jetzt der Skobel, den ihr ÖFF garantiert auch könnt, kennt, der hatte also diese Sendung irgendwie, wie der Neoliberalismus unser Leben zerstört. Ja, das ist ja schon ganz schön heftig für einen ZDF-konformen Sender wie Dreisat. Ne? Und ja, von daher, aber diese Schrot und Korn, die verteile ich, werde die demnächst auch einschweißen lassen, den Artikel, um den Leuten dann in die Hand drücken zu können und zum Sofortlesen. Dieser Schrot und Korn-Artikel über Gemeinwohlökonomie und damit eine Einführung in das gemeinwohlökonomische Denken, auch des Weltrates letztendlich. Das ist etwas da kommt man gut in Kontakt mit den Menschen. Und ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, vielleicht ist bei den Menschen nicht mehr zu erreichen, als dass sie irgendwann ihr Kreuzchen
an einer anderen Stelle machen. Schon eine intensive Mitarbeit in der Partei ist schon wahrscheinlich schon wieder zu viel verlangt. Und das ist vielleicht dann nur etwas für Karrieristen, aber die Karrieristen merken natürlich bei uns, dass es dann, dass bei uns es nicht auf Karrieristen eigentlich hingedacht ist, diese Partei des Gemeinwohls, die wir ja beraten und begleiten. Ja, ich gebe weiter an Öff für seinen ersten Beitrag. Ja, danke schön, Dylan. Ja, was ich schon in meiner Einleitung auch hätte mit aufnehmen können, weil ich das auch so, ja, geradlinig und fruchtbar finde, was der Dylan da so immer wieder versucht anzuregen und voranzutreiben. Wir verstehen uns mit diesen Talks, wie er ja jetzt auch nochmal ein bisschen auch selbst angedeutet hat, auch als Vorbereitungsrahmen und Anfangskeimlinge für ein neuartiges Weltwirtschaftsforum oder ein Zukunftskongress aller Lösungsvorschläge. Also ohne willkürliche Vorausfilterung und willkürliche Selektion nur dessen, was in bestimmte Klüngelinteressen hineinpasst. Also ohne die berüchtigte Cancel Culture. Genau. Also ein ehrlicher Lösungssuche-Kongress, dem es nicht darum geht, dabei Partialinteressen zu befriedigen auf Kosten der übrigen Welt, sondern dem es wirklich um die Lösung, die beste Lösung für die Welt geht. So verstehen wir uns auch und die Talks, die wir hier machen. Und wir haben im Grunde genommen dann unterschiedliche Akzente bei den Talks, die wir anstreben. Also wie gesagt, abgesehen vom Forum, was es daneben ja auch gibt. Die Samstalks oder Verantwortungstreffs sind mehr der Rahmen, in dem die Projektverantwortlichen und Orga-Leute der Bewegung sich miteinander austauschen können. Also übrigens auch die sind etwas kommunikationsfaul, ne? Also ich staune immer, sogar Leute, die es verstehen und die sogar auch was machen, also die Vereine leiten oder die Gemeinschaftsprojektversuche leiten und da sich sogar zum Teil existenziell reingeben, also da auch wirklich so anders leben, zwar jetzt nicht als Schenker ohne Papiere und Geld, aber doch in einer bewussten Richtung so und in der bewussten Suche, ne, also auch mit freier Argumentekultur wollen sie den Weg gehen. Trotzdem nehmen sie an diesen, ich sag jetzt mal, vorwärts treibenden Gedankenschmieden nicht so temperamentvoll teil, also wie jetzt hier bei unserem Talk Samstag und Montag, wie ich mir das wünschen würde. Und ich verstehe auch nicht so richtig, wie das begründbar ist, sage ich Ihnen auch manchmal. Ja, also das ist der Samstag, der eigentlich so das Vorantreibende, die vorantreibende Geisteswerkstatt der Orga-Leute sein könnte. Die montäglichen Wandelgespräche sind die allgemeine Einstiegsform, wo es dann gut läuft oder wir das gut schaffen, wenn das auch für orientierungssuchende Kinder eine gute Stelle ist. Und ich sage gleich dazu, also wenn ihr irgendwas anderes wisst, ne, was sich solche Ziele so stellt oder so ansetzt, sagt Bescheid, weil wir wollen da nicht unser spezielles Ei legen oder das so und so vielte neue Rad an irgendeinem Wagen bauen. Wir möchten wirklich Kräfte bündeln, also Substanz bilden und Kräfte dafür bündeln. Wenn irgendwo anders diese Substanz ist oder vielleicht besser ist, dann schließen wir uns da an oder fusionieren, alles gar kein Problem. Zeigt uns, wo ihr die Substanz so seht, wo so ein Zusammengehen möglich ist. Und wenn wirklich nichts anderes da wäre, was sich da solche Zielstellungen setzt, wie ich euch jetzt hier beschreibe, dann kommt bei uns dazu. Aber dass das Wichtige wirklich auch geschieht. Ja. Also der Montag wäre die ganz allgemeine Einstiegstalkform. Und was uns als Element noch fehlt, ist das Multiplikatoren, also die Vertreter auch großer Szenen und Bewegungen weltweit, dass die miteinander ins Gespräch kommen würden, um die Lösung zu suchen. Das fehlt uns. Also ich glaube, ich muss niemandem erklären, dass die Treffen
des Weltwirtschaftsforums in Davos oder die Sicherheitsgipfel oder die UN-Veranstaltungen, dass sie weit entfernt sind davon, entweder so korruptionsfrei zu sein oder bei der inhaltlichen Beschäftigung sich wirklich um das Wichtigste vorweg kümmern zu wollen, um alle gleichberechtigten Argumente oder Lösungsvorschläge. Da ist ganz viel Gemauschel und willkürliche oder irrationale Selektion mit drin. Ja, also das brauche ich euch wohl nicht zu erklären, dass es nötig wäre, eigentlich da etwas zu erschaffen. Etwas zu machen. Dann als letztes vielleicht noch insgesamt, also dieses passt zu dem, was ich jetzt gesagt habe, also wie wir uns da diese Keimlinge schon vorstellen für so eine Zukunftskonferenz. Also ich lade euch herzlich ein, dass man sich wirklich im Zusammenhang die Frage stellt, mache ich das Wichtigste? Also ich teile das Entsetzen von Dylan, dass wir hier alleine stehen und da die Leute nicht hinkommen, weil es doch zumindest, denke ich mal, ja, bedenkenswert ist, für jeden von euch Zuschauer, ne, hoffe ich mal, was ist das Wichtigste? Und mache ich das schon? Oder gibt es ein Angebot? Oder Angebote, die ich vergleichen kann, sich wirklich um das Wichtigste jetzt zu kümmern, in konsequenter Form, das müsste einem doch unter den Nägeln brennen. Man wird sonst alt damit, dass man irgendwas gemacht hat, wo man auch, ja, das ist ja auch schon was Gutes und da ist auch irgendwas Wichtiges bestimmt dran, und hat die entscheidende Orientierungsfrage sich nicht gestellt oder sich nicht danach richten zu wollen. Also das müsste einem eigentlich sofort Feuer unterm Hintern machen, denke ich. Ne? Also ganz herzliche Einladung an euch. Macht euch da zumindest ein kleines Anfangsfeuerchen unterm Hintern, um zu gucken, wie das aussieht. Wenn ihr was anderes, Wichtigeres habt oder eine Stelle, wo sich mit dem Wichtigsten so beschäftigt werden soll, sagt uns, wie bereits erklärt, Bescheid, weil dann können wir das prüfen, ne? Ob das besser ist. Wenn es besser ist, dann treffen wir uns da. Wenn es nicht besser ist oder es gibt's noch gar nicht, dann lasst uns um vier treffen oder in den weiterentwickelten Formen, um die wir uns bemühen. Okay, damit gebe ich an Dirk. Ja, danke schön. So, danke schön. Ja, wie gesagt, also ich kann es mir nur so erklären, dass es so ist, dass die Marktwirtschaft es geschafft hat, dass jeder seine Weltsicht wirklich für absolut erklärt, also gar nicht mehr hinterfragbar und auch nicht falsifizierbar, sondern quasi die Marktwirtschaft hat es geschafft, dass wenn jemand bestimmte vorteilbringende Irrtümer gelernt hat, denn wir als Naturwissenschaftler sagen ja, dass eben wenn es zu einer Sache 20 Sichtweisen gibt, dann ist eine davon wahrscheinlich die Wahrheit und 19 die Irrtümer. Das kann sein, dass der Weltrat und die Next Scientist for Future die Irrtümer hat und irgendjemand anderes die Wahrheit hat. Es kann aber auch umgedreht sein, ja. Das ist ja das Weltbild, was wir als Naturwissenschaftler haben, dass es eben sozusagen für ein Phänomen selten mehr als ein oder zwei höchst gültige Ursachenerklärungen gibt und insofern nur ein, zwei Wahrheiten und die restlichen 18 dann wahrscheinlich Unwahrheiten sind, also Irrtümer sind. Aber eben, das wird heute nicht mehr so gesehen, sondern wenn ich einmal heutzutage eine bestimmte Sichtweise habe, dann heißt das quasi, egal ob es um welche Irrtümer es sich handelt, das ist dann einfach die absolute Wahrheit. Und dann brauche ich doch auch gar nicht mehr zu diskutieren, denn ich habe doch die absolute Wahrheit. Und was soll ich dann mit Andersdenkenden diskutieren? Und das hat die Marktwirtschaft geschafft. Ja, und jetzt gehe ich aber mal wieder dazu, dass ich eben für unsere Lösungsentwürfe argumentiere. Also unser Hauptargument ist, dass das naturwissenschaftliche Menschenbild etwas pessimistischer ist als andere Menschenbilder, als zum Beispiel geisteswissenschaftliche Menschenbilder. So schätze ich es jedenfalls ein.
Und dieses Pessimistische heißt, dass der Mensch ein Lebewesen ist, bei dem es darum ging, letztendlich aus einem ungewöhnlich egoistischen Lebewesen ein möglichst friedliches, kooperatives, soziales Lebewesen zu machen. Denn wir stellen fest, ganz nüchtern noch einmal, wir haben bei Löwen, ja, bei Löwen zum Beispiel, da werden Löwen, die nur, ja, ich zeige jetzt mal hier gerade so ein Bild, hier, bei Löwen, wo quasi, die quasi mal gerade 100 Kilometer entfernt leben. Trotzdem gehen dann diese Löwenmänner dahin, greifen das Revier der anderen Männer an und töten zum Beispiel diese Männer, obwohl sie nur 100 Kilometer entfernt sind, also genetisch eigentlich unheimlich ähnlich sind mit ihnen, und trotzdem reichen diese 100 oder 50 Kilometer aus, um schon Tötungstendenzen zu haben bei Säugetieren. Das Gleiche vermute ich auch bei Gorillas, dass die es eigentlich genauso machen, nur dass wir die Filmaufnahmen noch nicht haben. Und dass dann diese Löwenmänner auch noch hingehen und die Babys töten, die Babys dieser anderen Männer töten. Ja, also das ist sowas von grausam und egoistisch. Und deswegen habe ich in einer der letzten Sendungen ja auch darüber gesprochen, dass wir ja eigentlich sagen, um diese Unterschiede zwischen Säugetieren und anderen Lebewesen zu zeigen, dass ich nochmal das Beispiel gemacht habe, dass hier also, wenn wir eine Mutter, bei Säugetieren eine Mutter mit einem Kind haben und zwei Geschwister, dann ist die Mutter mit dem Kind genetisch nur 0,5 verwandt. Das ist also eine andere Zahlenrechnung als das mit dem 99, so und so viel Prozent verwandt. Das ist nur eine andere Rechenweise, die aber deutlicher macht, wie krass die biologischen Konflikte sind, ne? Also die Mutter hat schon mit dem Kind einen Riesenkonflikt, weil sie nur 0,5 genidentisch ist bei den wichtigen Genen, neuen Genen, ja. Das Kind trägt nur 50% der wichtigen Gene der Mutter, die der Mutter auch wichtig sind, sozusagen, als biologisches Wesen. Und dann sind zwei Geschwister, solange sie keine eineigen Zwillinge sind, auch nur wieder 0,5 miteinander verwandt, weswegen dann die zwei Geschwister, das eine Geschwister sich zwar darüber freut, dass das Geschwister auch Kinder kriegt, aber wenn es vor der Wahl steht, soll ich das Kind bekommen oder das Geschwister das Kind bekommen, dann entscheidet sich der Genegoismus immer für das eigene Kind. Ja, und aus solchen egoistischen Wesen, und vielleicht noch der letzte Satz dazu, die Körperzellen untereinander haben eine 1,0 Genidentität. Und die Zellen der vielbeschworenen Ameisen und Bienen, die es so als soziale Lebewesen geben, da sind die Individuen miteinander 0,75 verwandt, also sind fast so etwas wie 1,0 wie Körperzellen eines Organismus, weswegen man dann auch vom Superorganismus spricht. Also nochmal abschließend, was ich damit sagen wollte, ist, die Evolution hat einen Kampf damit, wie schaffe ich aus solch egoistischen Lebewesen, die 50 Kilometer entfernt lebende andere Löwenmänner einfach so mal töten, ja? Wie schaffe ich daraus ein relativ friedliches Leben zu erzeugen? Und das ist nur gelungen beim Bonobo-Kommunismus, des Urwald-Bonobos Pampaniscus und des Savannen-Bonobos Homo erectus Homo sapiens. Ich gebe weiter bis zur nächsten Runde an Ja, danke Dylan. Danke. Ja, du hast ein bisschen auch so wieder Hintergründe erklärt, was ich hoffe, dass zumindest die Zuschauer, die schon mal eine Sendung geschaut haben, was da bei denen schon Assoziationen weckt, wo wir öfter solche Hintergrundzusammenhänge erklären. Auch da sehe ich bisher wenig, dass Leute sich mit uns da auf die Diskussion einlassen. Also man könnte ja frech formulieren, wenn wir wollen, dass das verantwortliche Zusammenleben klappt, dann
dann ist es doch naheliegend, dass wir aus der Wissenschaft lernen, wie das bei so Tierarten wie uns am ehesten funktionieren kann. Also warum gucken wir nicht, um eine stabile Basis zu bekommen, nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir über das Verhalten solcher Tierarten bekommen können? Staune ich, dass man eher irgendwas anderes sich so an Konzepten aus dem Ärmel schüttelt, irgendwas willkürlich erfindet, statt es auf möglichst gute wissenschaftliche Grundlage zu stellen? Oder man kann ja sagen, okay, na, wir sind doch keine Tiere, wir sind ja Menschen, wir sind doch die Geistwesen so. Dann könnte man sich überlegen, ja, was kann das bedeuten für verantwortliche Lebensweise und verantwortliche Gesellschaft? Und ihr werdet sehen, also bei uns gibt es dann auch dafür das passende Angebot. Also für mich ist das die Hauptschiene, diese Geisteskraft zu thematisieren und zu schauen, wie kann daraus eine verantwortliche Einstellung und dann auch ganzheitliche verantwortliche Lebensweise, auch gemeinschaftliche Lebensweise abgeleitet werden. Und wie kann man sich da selbst zum Versuchskaninchen für machen? Also in unseren Projektversuchen wird es so Unterabteilungen quasi geben, wo man, also immer vorausgesetzt, man geht überhaupt ehrlich auf die Suche. Wie kann es denn am ehesten gehen? Wo man solche, wie ich denke, sehr substanziellen Ansätze, also entweder, wenn wir die Tiere sind oder sein wollen, dann auch naturwissenschaftlich nach entsprechenden Verhaltenserkenntnissen uns richten oder diese zumindest mit berücksichtigen. Oder wenn wir die Geisteskraft für uns in Anspruch nehmen wollen, dann uns aber auch nicht der freien Argumentekultur und dem Nachdenken, dem Miteinander sprechen entziehen, wie das dann am folgerichtigsten umgesetzt werden kann. Ja, also das wäre sehr schön, wenn ihr da mit drauf eingeht. Ich sagte, ich staune eben, dass hier die Leute nicht hinkommen. Ich staune, dass diese in vielen Sendungen von uns immer wieder angebotenen Ansätze, naturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich, dass die auch nicht dazu führen, dass die Leute ins Forum kommen, um mit uns da drüber zu schreiben. Staune. Es waren in letzter Zeit sehr viele Klicks im Forum, aber die Leute schreiben nichts. Die reden, die argumentieren nicht. Ja, richtig, genau. Ich sehe darin ein Ausweich- und Verdrängungsverhalten, weil ich glaube, dass das wirklich eigentlich ja ganz einfache Sachen sind. Ne? Also man muss sich ums Wichtigste kümmern. Machen die Leute aber nicht. Sie suchen sich auch, wenn sie alternativ sein wollen, irgendwelche Lieblingsaspekte aus, die für sie quasi ein Feigenblatt dann sind, ein Gewissensalibi, um ansonsten weitermachen zu können, was sie Lust haben, also was sie wollen, willkürlich wollen. Nicht das Ganze in Zusammenhang bringen, so begründet das ja auch wäre, so einfach begründet es wäre. Wir müssen die Dinge im Zusammenhang sehen, schauen, was ist denn die Wichtigen, das Wichtigste auf jeden Fall erstmal vorrangig tun. Nein, wollen sie nicht. Wir wollen was machen, um ein gutes Gewissen zu haben, beim weiteren willkürlichen Konsumieren der Lebensmöglichkeiten. Wie es dann im Fernsehen bei der Werbung ist, mein Haus, meine Familie, mein Auto, mein Pferd, mein Urlaub und so weiter. Oder die Alternativen, komm, ich zeig dir, ich mach doch schon was, ne? Ich stehe nachmittags eine Stunde für Amnesty International, ich habe meinen Kräutergarten, ich meditiere, ich mache Yoga, was auch immer. Und sie steigern sich da eher unverhältnismäßig rein, als dass sie Lust hätten, das jetzt wirklich mal auf den Boden zu holen, auf den Boden der Tatsachen und Verhältnismäßigkeiten und im Zusammenhang zu schauen, was ist da dran, ne? Also was ist mit der Wichtigkeit und wie sähe ein zusammenhängendes Konzept aus, das allem seinen passenden Platz und sein richtiges Maß im Ganzen geben will. Also insofern, für mich ist das kein neues Phänomen, wenn Dylan jetzt sagt, ja, da haben viele reingeguckt, ne, und sind dann wieder abgehauen. Das kenne ich schon, als ich mit dem Plakat auf der Straße sah, wo drauf stand, ich will kein Geld, ich sitze hier, weil ich kein Geld will, sondern will mit euch wirklich über verantwortliche Lebensweise sprechen. Die Normalbürger wie die Alternativen flüchteten, weil die Normalbürger ihr Pferd, Auto, Haus, Urlaub und so Konzept durchziehen wollten, auch ohne Gewissensalibi so einige. Und die anderen eben nur die rausgesplitterten Gewissensalibis wollen. Ansonsten soll auch das willkürkonsumistische Leben beibehalten werden. Also insofern, das sind ganz wichtige Fragen, die ihr euch hoffentlich stellt, wenn ihr uns jetzt hier hört. Und neben diesen Grundlagenfragen, die ihr von uns ja nicht nur einmal hört, sondern immer wieder, auch dann ein paar Einblicke eben in, was kann die naturwissenschaftliche Basis sein, die geeignetste naturwissenschaftliche Basis, was kann die geeignetste geisteswissenschaftliche Basis sein, kriegt ihr immer wieder, im Forum steht auch viel.
Und habt ihr jetzt mal wieder auch den Gewissensimpuls sicherlich schon ein bisschen wahrnehmen können von Dylan und mir, dass ihr euch da gerne doch bitte mit drauf einlassen mögt, dass wir den Dingen auf den Grund gehen können. Und in der nächsten Runde spreche ich dann mal ein bisschen konkreter an, versuche ich ja auch immer, damit wir uns nicht mit bekannten Sachen, für die, die öfter reinschauen, da zu sehr zu langweilen, nachher im Kreise drehen. Beim nächsten Mal erkläre ich dann ein bisschen mal wieder über den aktuellen Stand bei mir und wie die Dinge vorangehen. Also das, was neu hinzukommt zu dem, was ihr früher schon gehört habt. Alles klar, ich gebe erstmal wieder an Dylan. Ja. Ja, also ich FF macht sich ja auch viel Gedanken darum, wie wir es schaffen können, dass wir auch die Verantwortung übernehmen, ein Stück weit für die Menschen, die auch 20.000 Kilometer entfernt sind. Ich habe vorhin schon gesagt, wie schwer es Löwenfällt, auch nur die 50 Kilometer entfernten anderen Löwen nicht zu ermorden, sozusagen. Aber wir wollen auch beim Weltrat, wir wollen auch die 20.000 Kilometer entfernten Menschen retten, haben dafür aber zwei Konzepte. Wir wollen dort durch unsere Online-Konferenzen in Englisch dort überall den Staaten helfen, auch gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, also gemeinwohlökonomisches, wirtschaftliches Denken einzuführen, und möchten auch, dass dann die Welt, sei es über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften, dann in ein weltweites Gemeinschaftennetz wieder überführt wird, in den Naturzustand sozusagen, die dann alle pazifistisch miteinander sind. Denn ich stelle mir ja das Netz, ich sehe ja das Netz der Bonobos, die ja einen Teil der Erde bewohnen, ja, das ist wie so ein Netz, bei dem jede eine einzelne Gemeinschaft in liebevollem Kontakt zu den sie umgebenden Gemeinschaften steht. Und zwar nicht wie bei den Schimpansen in einem kriegerischen Kontakt, sondern in einem liebevollen, sexuellen und liebevollen, zärtlichen Besuchskontakt. Weil ja da auch natürlich dann, da leben ja auch Enkelkinder der eigenen Gemeinschaft und so weiter. Also es ist auch irgendwie immer ein Versuch bei, Besuch bei Verwandten, weil ja in den Nachbargemeinschaften leben ja die eigenen Töchter der eigenen Gemeinschaften und die, mit den eigenen Enkelkindern. Also ist es einerseits ein Verwandtenbesuch und ein Besuch unter lieben, bei lieben Freunden, wo man auch mal gerne Sex hat in der Natur. Und deswegen, ich sage halt so, ein Netz von Gemeinschaften, besonders wenn es aus naturwissenschaftlicher Sicht ein Netzwerk von weltweiten bonobo-kommunistischen Gruppenehen wäre, dann hätten wir überall auf der Welt, wäre für alle gesorgt, weil ich stelle mir das vor, wie so ein Dominostein, wenn von hier zu 20 Kilometer entfernt zu der Gemeinschaft liebevolle Beziehungen sind oder zu der Gemeinschaft 100 Meter entfernt wieder liebevolle Beziehungen sind und das dann immer wie so weitergeht, wie so eine Kette, dann herrscht auch zwischen einer Gemeinschaft in Afrika und der Nachbargemeinschaft in Afrika auch wieder eine liebevolle Beziehung. Und dann haben wir sozusagen ein glückliches Leben für alle auf der Erde, ne? Auf der gesamten Erde. Und dann hören diese Spiele auf, nämlich diese Spiele, die daraus bestanden, dass ja wir durch unseren Kolonialismus und Imperialismus, wir marktwirtschaftlichen Staaten ja eigentlich durch unser Eindringen in andere Welten denen ihre natürliche Lebensgrundlage geraubt haben und in vielerlei Hinsicht sich deren gesundes, sich selbst ernähren, zerstört haben und unterbunden haben. So wie wir heute zum Beispiel billig Hühnerfleischreste noch nach Afrika liefern und dadurch dann die Afrika-internen Hühnerzüchter pleite in die Pleite drängen, ne? Und dadurch sie sich nicht mehr selber ernähren können, ne? Und insofern ist, also wir wollen also auch das tun, wir machen es nur pessimistischer. Wir sagen, wir brauchen
solche Hilfskrücken. Ich nenne ja die Bonobo-kommunistische Gruppenehe, nenne ich so jetzt im Scherz mal ein Tricksystem, um die Gewalt zwischen an sich gewaltbereiten Säugetieren drastisch zu reduzieren. Ein Tricksystem, dass niemand mehr weiß, wer der Vater welches Kindes ist. Dadurch können die Männer keine Kinder mehr töten. Ein Tricksystem, dass die Frauen Sex mit Frauen haben. Dadurch töten sie sich nicht mehr gegenseitig die Kinder, weil sie die schönen sexuellen Erlebnisse und die Orgasmen mit den anderen Frauen nicht verlieren wollen. Weil wenn die sauer sind, nämlich dass ihr Kind getötet wurde und dann den Sex stoppen, dann wäre das ein Verlust für die Frauen. Und deswegen lassen sie dann sich gegenseitig die Kinder in Ruhe. Ja, und so ist es ein Tricksystem. Dieser Bonobo-Kommunismus ist ein Tricksystem der Evolution, um aus einem eigentlich ziemlich egoistischen Säugetier doch ein so total soziales, also bis auf wenige Gewaltakte, liebevolles und soziales Lebewesen zu machen. Und ich gehe nachher wieder auf das gemeinwohlökonomische Wirtschaften hinein, ein, das auch so ein Tricksystem ist, aus einem für den Egoismus anfälligen Säugetier doch ein hochsoziales und fürsorgliches, für alle anderen fürsorglich handelndes Wesen zu machen. Durch Tricksysteme. Also wir Weltratleute und Next Scientists for Future und naturwissenschaftliche Denker sind so quasi Vertreter von Tricksystemen. Und darüber werde ich nachher weitersprechen und gebe weiter an den Öff-Öff. Ja, danke schön. Anmerkung zu dem, was Dylan da gerade erklärt hat. Wir Menschen haben auf jeden Fall die Möglichkeit auch, dass wir solche Motivationshintergründe, nenne ich es mal, also ist das wie bei den Bonobos so oder bei den Löwen, dass wir da unter so inneren Motivzwängen stehen, wie wegen Genkonkurrenz jetzt halt die Nachkommen von anderen Tieren töten zu müssen, damit eigene Nachkommen Vorteile erhalten. Ist das so? Oder ich meine, wenn jemand das in Frage stellt in sich, könnte man ihn fragen, ja, schaust du ehrlich auf deine innere Motivlage? Bist du denn bereit, dich darüber zu stellen? Also der Dylan verweist ja darauf, dass wissenschaftliche Studien gezeigt haben, dass wenn Männer dann in Zusammenhänge kommen, wo Kinder anderer Partner sind, dass sie die eigenen Kinder bevorzugen, zu den anderen vielleicht auch gröber sind oder so. Ja, Ja. sogar eine 40-fache erhöhte Grausamkeitswahrscheinlichkeit gegenüber nicht eigenen Kindern. Ja, also man sollte sich mit seinem, ich nenne es jetzt mal Hochmut, ne, ach, das ist doch bei mir nicht so und ich würde doch da das andere Kind dann genauso, ja, wenn ich lieb haben, so Menschen nach den Menschenrechten behandeln. Also ich glaube, die meisten Menschen machen sich eh ganz viel vor über das, was in ihnen sich abspielt und was die Motive sind, die sie letztlich bestimmen. Und ich glaube, dass da auch sehr wenig ehrlich, richtig ehrlich über solche inneren Motivverhältnisse nachgedacht wird, nachgeforscht wird. Und, also wir Menschen können darüber aber nachdenken und wir können uns fragen, wie wollen wir umgehen mit dem, was da in uns ist. Und wir können uns auch eben fragen, was ich im Vorbeitrag ja schon erklärte, wollen wir so dann nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen uns darauf einlassen, ein möglichst verantwortliches Zusammenleben hinzubekommen, auch in den Kommunen? Oder wollen wir sagen, wir sind die Geistwesen und wir können uns davon lösen und wir überlegen aber, was dann diese Geisteskultur ist, mit freier Argumentekultur, mit gewaltfreier Kommunikations- und Konfliktkultur, mit fundierten Menschheitskonsensfähigkeiten, die wir uns aneignen, die wir einüben, einarbeiten, kann man drüber nachdenken. Ne? Ich führe das hier nicht weiter aus. Wenn jemand darüber nachdenkt, wir kämen zu anderen Ergebnissen, dann würden wir natürlich sofort die nehmen. Aber ich glaube, es kämen diese Ergebnisse raus und trotzdem sogar die, die sagen, ja klar, ich mit meinem Geist, ich kann da ja mal das überlegen, kann es wählen und ja, bei mir geht das mit der Geistesmotivation, der Vernunftseelenmotivation. Ich glaube, dann hört es aber schnell, ganz schnell wieder auf, da genauer drüber nachzudenken, was es bedeutet und wie man da Schlussfolgerungen draus ziehen könnte und müsste.
Aber liebe Zuschauer, macht euch klar, ihr könnt drüber nachdenken, ihr könnt wählen. In gewissem Maße können wir das stärker reflektieren und eine Wahl, eine Entscheidung treffen als alle anderen Lebewesen. Macht es, solange ihr in dieser Lebenszeit Entscheidungen treffen könnt. Und dann kann es ja sehr vielfältig aussehen. Also es gibt ja Kommuneversuche wie Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung und Tamera, die auch sagen, die freie Liebe ist nötig, damit die Liebe zu allen Menschen oder die Liebe in der Welt so durchkommen kann. Wenn wir nicht bereit sind, auch die sexuelle Zärtlichkeit zu teilen, werden wir nicht alles andere teilen können. Also insofern muss das als wichtiger Faktor mit rein. Ich bin der Ansicht, dass da manchmal zu zwanghaft oder zu ausschließlich mit umgegangen wird. Wenn einer kommen würde und würde eben sagen, er ist so ein Geistwesen und er will mit einer Frau gar nicht unbedingt den Sex, sondern mit ihr gemeinsam ein gutes Buch lesen und philosophieren. Ich schließe das nicht aus. Oder jemand, der da sich als buddhistischer Mönch fühlt und sagt, er lebt da asketische Erleuchtungsübungen, ich schließe das alles gar nicht aus. Und vor allem, also in diesen Gemeinschaften wird dann das Einhalten der, ich sag mal, des Aufmachens, des sich Öffnens, also bis hin zum Sexuellen, wird oft in reglementierte Übungen auch sehr stark reingepackt. Also in Tamera zum Beispiel, das SD-Forum und die geistigen Stunden und sowas, wo schon erwartet wird, dass man teilnimmt und dass man sich dem stellt, also sich so spiegeln zu lassen im Gemeinschaftsleben. Ja, also ich glaube, man könnte eine feinere, wachsende Kultur auch ohne diese Kontrollbühnen so sich vorstellen. Also zum Beispiel das, ja, ein Zusammenfinden und auch dann auch Konfliktklärungen nicht gleich so auf großen Bühnen, sondern indirekter Entwicklung unter Menschen und kleinen Kreisen und so weiter auch, ja, solche Wachstumsprozesse sein könnten. Aber das wären alles zu erforschende Dinge. Ich wollte ja jetzt in dieser Zeit noch ein bisschen was sagen, wie ist mein aktueller Stand. Also ein ganz gutes Anliegen ist tatsächlich von Dillen, dass mit der Zukunftskonferenz für alle Lösungsvorschläge, was bisher bei derartigen Konferenzen oder Weltwirtschaftsforum und so nicht ehrlich und ernsthaft Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ansonsten, anders leben ist die wichtigste Aktion und dass wir das schon so machen. Und da bin ich weiter dran, mich vorzubereiten, indem ich den Weckruf von mir da verbreite auch, der gleichzeitig auch die Grundlage sein soll für einen Gerichtsprozess, den ich im März habe. Also dass ich versuche eben gegen das Willkürregime des Staates mit hochfreien der gewaltfreien Mitteln, ne, mit Argumentationen, mit gewaltfreien Strategien, gewaltfreien Aktionen und Projektarbeit, also solchen Reservaten, wo ungeimpfte und freie Menschen, überhaupt maßnahmenbefreite Menschen sein könnten. Da bin ich mit bei, Weckruf rumschicken und mich auf diese Gerichtsverhandlung vorbereiten. Also ich werde wahrscheinlich jetzt heute oder morgen auch an diesen Richter das schicken oder meinen Anwalt und so, um mich da in die Vorbereitung zu begeben, obwohl das erst Ende März ist, diese Gerichtsverhandlung. Ja, und ich kann sagen, es ist überall zu kämpfen, in den Projekten auch die am Leben zu halten, wo ich das Projekt in Berlin da, dieses Demokratieversorgecamp, das von den Querdenkern begonnene Widerstandscamp direkt vor den Toren der Macht, vom Anspruch her ganz wichtig finde. Und da bin ich froh, da jetzt wenigstens ein, zwei Leute zu haben, die den Faden da aufrechterhalten. Die anderen Projekte sind auch umkämpft und ja, aber dazu erzähle ich dann in der nächsten Runde was, gebe jetzt erstmal wieder an den Dill. Ja, Moment, Technik. Ja, also ich selbst freue mich ja, wenn es gelingt, dass das gute Tun häufiger wird auf Basis der Geisteskraft und dem Erreichen vieler Menschen des Post-Conventional Levels, was ja bei mir auch die Entscheidung war, wobei ich muss dazu sagen, es war bei mir nicht nur Post-Conventional Level, das gesagt hat, ich kann nicht mehr verantworten in einem Gesundheitssystem, in dem ich eigentlich im Studium gelernt habe, wie man Menschen chronisch krank hält und als Dauerkunden behält, anstatt ihnen wirklich die Wahrheit zu sagen, sie mit Irrtümern festhält in dem Zustand eines chronischen Dauerpatienten und damit eines Dauerkunden. Es war nicht nur das, sondern es war auch, ja, es
es war einfach auch der Gedanke, dass ich selbst ja nie in einer glücklichen Welt leben werde, wenn ich sozusagen weiterhin genauso Schlechtes tue in der Welt wie die anderen auch. Ja? Und insofern war es auch, ja, war post-conventional level, aber und irgendwo etwas moralisch-ethisches, aber zugleich auch etwas Egoistisches, weil ich einfach gedacht habe damals, dass ich eine größere Wahrscheinlichkeit habe, dass wir alle ein glücklicheres Leben bekommen können, wenn ich nicht mehr mitmache, sondern meine wissenschaftlichen Fähigkeiten dazu benutze, sozusagen die ganze Welt zu transformieren, mitzutransformieren. Ja? Ja, also von daher, aber ich würde mich freuen, wenn auf Basis der Geisteskraft es zu viel mehr gutem Tun kommt. Und ich selber setze aber als naturwissenschaftlicher Denker mit diesem größeren Pessimismus, der in der Naturwissenschaft steckt, ich setze auf die zwei Tricksysteme. Und nochmal diese zwei Tricksysteme ein bisschen erläutert, so. Das gemeinwohlökonomische Tricksystem macht einfach Folgendes. Ja, der Supermarktleiter, der sich im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft einredet, hier, ich zeige es auf dem Schaubild, sozusagen also Irrtümer hat, wie zum Beispiel, ach nö, die Leute können ruhig auch diese aus dem Chemielabor stammenden Kunstprodukte, die sind genauso gesund wie eine naturbelassene Ernährung, die können die genauso essen. Gut, und das ist genauso gesund wie Wildkräuter und super Bio-Naturfrüchte und Ursorten Gemüse und, und. Nee, nee, dass diese Kunstprodukte, die aus dem chemischen Labor, die man für ein paar Cent herstellen lassen kann, die sind genauso gesund. Und er glaubt diesen Irrtum wirklich, ja. Und dann verkauft er da das Zeug und die ganze Weltbevölkerung kriegt Krebs und Herzinfarkte und Diabetes und Übergewicht und was auch immer, ja. Ja. Und da sagt jetzt die gemeinwohlökonomische Denkweise, dann machen wir doch den Trick und geben ihm einfach finanzielle Strafen für die Schäden, die er bei den Menschen anrichtet. Für jeden Krebskranken, für jeden Diabeteskunden. Also, und geben ihm dann Geld, wenn er seinen ganzen Laden umstellt auf einen Gesundheitsverführungs- und Gesundheitsförderungsmarkt sozusagen, vielleicht mit Ernährungsberaterin und so weiter. Das ist ein Tricksystem, das den Leuten aber so ein bisschen hilft dabei und es ihnen ein bisschen leichter macht, Gutes zu tun, weil es sie auch von dem Marktwettbewerbszwang, ich habe gerade eine Sendung geschaut von Arte über die Wettbewerbszwänge im Nahrungsbereich, wie grausam dort um jeden Cent an noch billigere Herstellung von süchtig machenden Chemieprodukten gerungen wird, ja. Und dass eben, dass ich jetzt mit diesem Tricksystem quasi ihm mit seinem Irrtum kein Überleben mehr ermögliche. Entweder er ändert sein Denken und erkennt die Wahrheit und dann wird er wieder belohnt oder er geht pleite, ja, und kommt in die Aussterbensposition. Auf jeden Fall werden sich dann Wahrheiten wieder durchsetzen und wir werden alle eine kerngesunde Ernährung bekommen. Na, weil auch die Lieferanten, dann der Händler stellt der Supermarktleiter sagt zu den Lieferanten, hört auf, mir diesen ganzen Schrott zu liefern, den ihr mir bisher geliefert habt, macht das alles auf richtig gesund und dann bleibt ihr auch im Geschäft, sonst sind wir raus, weil ich dann pleite gehe und dann seid ihr auch raus, na, aus dem Geschäft. Das sind Tricks. Also gemeinwohlökonomisches Denken ist ein Trick, um die Schädlichkeit des Kapitalismus zu beenden. Und nachher werde ich erzählen nochmal, wie das Tricksystem des Bonobo-kommunistischen Gruppenehe funktioniert, um eben diese Schattenseiten des Säugetierdaseins zu reduzieren, ganz drastisch, ja? Und Gutes tun zu erzeugen. Ich gebe wieder weiter an Öff-Öff. Ja, danke, Willen. Ich war stehen geblieben bei dem Punkt, dass wir, also auch Willen und ich in unserer jeweils persönlichen Form und wie weit wir da so gehen wollen,
dass wir auch das Prinzip einhalten wollen, anders leben ist die wichtigste Aktion und man sollte Substanz haben und vorleben, damit man diese von dieser Substanz dann auch reden kann. Also nicht dieses übliche Seifenblasengerede, wovon die Welt ja so voll ist. Und ich sagte schon, dass ich dabei bin, also das jetzt schon seit der Zeit vor Weihnachten. Also Weihnachten habe ich das dann rumgeschickt an die drei wichtigsten Adressen. Kanzleramt, Bundestag und Bundespräsident. Mein Weckruf, auch in der Corona-Zeit, womit ich aufrufe, dass wir die schon seit langer, langer Zeit absehbare Entwicklung hin zu einer digitalen Willkürdiktatur, einem Überwachungs- und Kontrollstaat, dass wir diese Entwicklung richtig ehrlich anschauen und dagegen was tun müssten. Also die Gefahr ist, glaube ich, jetzt wird ja immer deutlicher für alle, denn die Korruptheit des Menschen, jedes einzelnen Menschen, dass er lieber nach anderen Motiven geht als vernünftig nach dem, was Sinn und Wohl des Ganzen am besten entspricht. Da reden wir ja ständig hier drüber, ne, inwiefern der Mensch überhaupt diese Motivkraft hat, seiner höchsten Vernunft und Vernunfteinsicht zu folgen. Die Korruptheit des Einzelnen mit der unbestreitbaren Korruptheit der politischen Führungen, wo die Wirtschaftslobbys massiv das Geschehen verzerren, wenn nicht gar in Leitlinien bestimmen können, wofür viel spricht. Also wenn die Korruptheit des Einzelnen mit der bekannten Korruptheit der Führungskräfte sich so verbindet, dass da die digitale Technikexplosion jetzt mit zukommt, China als Modell, NSA-Skandal, das ist jetzt eigentlich Allgemeinwissen und wird auch immer deutlicher als Allgemeinwissen, dass wenn wir uns damit nicht beschäftigen, uns das klar machen und darauf reagieren, also da verantwortungsgesicherte Entwicklungsschienen entwickeln, dann, wie Harald Welzer mal in einem Video sagt, das bei mir oft zitiert wird, also auch innerhalb des Weckrufes, dann rutschen wir da in die das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte und die schlimmste Diktatur aller Zeiten, die wir nicht mehr so einfach wohl rückgängig machen können. Also das ist enorm wichtig, jetzt mal aufzumachen innerlich und sich damit zu beschäftigen. Und in meiner gewaltfreien Argumentation, also Geisteskraft statt Polizeikräften oder Waffengewalt in irgendeiner Form, Staatsgewalt, in dieser Argumentation gehe ich ja so weit, dass ich sage, liebe Leute, das stärkste Argument, was wir jetzt auf den Tisch legen könnten, wäre, dass Ungeimpfte, also außer etwas schwächeren Vorstufen, wie dass sie sagen, sie wollen gar kein Intensivbett, wenn sie Corona bekommen und sie wollen sich natürlich infizieren statt Impfung. Also das stärkste Argument kommt dann, wenn wir sagen, ja, wir sind zur Not auch bereit oder zur Not. Wenn es beiderseits eben so gut erscheint, das zu machen, sind wir bereit, in ausreichend ansteckungsgesicherte Absonderungsformen zu gehen. Ich nenne das Reservate. Dieses Argument ist das stärkste Argument, was, also wo man sich absurd ja vorkommen müsste, wenn man sagt, nee, die sind trotzdem noch so gefährlich und wir müssen ihnen hier jetzt Maßnahmen und Impfzwänge und was weiß ich auferlegen. Also ein stärkeres Argument kann ich mir nicht vorstellen dagegen. Und dieses Argument ist ja eines, was man auch unabhängig von Corona verfolgen müsste, und zwar auch als Leitmotiv. Das ist ja der Grund, warum wir Kommunen bilden. Und hat die sachliche Begründung, dass wir einfach eine Gemeinschaftsform mit Verantwortungssteuerung entwickeln und vorleben müssen. Wir brauchen solche, wie der Organisationspsychologe Peter Kruse es nannte, teilautonome Experimentalräume, in denen wir das ausprobieren. Weil das würde bedeuten, dass wir keine Steuerruder mehr an Leute geben, die nicht verantwortlich sind, dass wir keine Entscheidungen mitmachen, die unsere Gewissensmaßstäbe, also Grundwerte, unterschreiten. Und das bedeutet, Menschen müssen zusammenwachsen für diese verantwortlichen Entscheidungsstrukturen. Sie müssen miteinander klären, welche Grundwerte, also jedenfalls diese globale Verantwortlichkeit,
müssen Voraussetzung sein und dürfen wir da nicht mitmachen, wenn da jemand gegenredet oder wir somit entscheiden, dass das nicht zustande kommt. Und diese Konsensbasisgruppen, die dann auch geeignet sind, also in sich stark genug sind, um auch verlässlich verantwortliche Sprecher in überregionale Sprecherräte zu schicken, das ist ein Wachstumsprozess, der in solchen teilautonomen Experimentalräumen durchgeführt werden müsste, wo ich zeigen müsste, kriegen wir das denn hin? Geht das und wie geht das? Und diese Reservate sind dann jetzt der Punkt, auf den ich am Anfang schon zurückkommen wollte. Also weil wir haben ja solche Kommuneversuche tatsächlich in Schenker-Bewegung schon so einige. Also Dylan meinte so 10, ja, 10 oder ein paar mehr als Angebote. Ne? Und wenn es manchmal nur Projektorte sind, die leer stehen, weil eben keine Leute kommen. Also ganz dringend deshalb an euch alle, liebe Zuschauer, wenn ihr diesen Gedanken folgen könnt, dann schwingt die Hufe. Kommt mit dazu, macht das Wichtigste und geht mit in solche Reservate. Ob mit Corona-Begründung oder ohne Corona-Begründung. Also damit, dass wir verantwortliche Entscheidungsstrukturen entwickeln müssen, wachsen lassen müssen. Das ist, da führt kein Weg dran vorbei. Das muss ganz nach vorne. Und von da aus könnt ihr viele einzelne Splitter-Alternativaktionen dann auch machen. Also insofern, kommt dazu. Und beim nächsten Mal erzähle ich dann etwas genauer über den Stand bei den vorhandenen Projekten. Weil, wie ich schon andeutete, da hat man auch schwer zu tun, diese Experimentalräume jetzt im Moment aufrechtzuerhalten. Ich gebe an den. Ja. So. Ja, ich, wie gesagt, also ich sehe das auch so, dass es schön wäre, wenn wir in Gemeinschaften anders leben würden und könnten. Sehe aber auch, wie schwierig es ist, die Leute dazu zu bringen, das mal auszuprobieren. Gerade besonders dann, wenn man es ernst meint, gegen den Strom zu schwimmen. Und der Dieter Duhm hat ja auch schon gesagt, das ist ja der Begründer von Zeck und Tamera, ja, der, wie Öffi vorhin richtig gesagt hat, der hat irgendwo auch schon so eine Ahnung gehabt, dass es eine gewisse Verbindung gibt irgendwie zwischen der körperlichen Liebe unter den Mitgliedern einer Gemeinschaft und dem liebevollen Verhalten insgesamt nach auch sozusagen, dass es da irgendwie eine gewissen Zusammenhang geben könnte. Ja, so sozusagen der Krieg in der Liebe begünstigt auch den Krieg in der Welt, ja, und der Frieden in der Liebe begünstigt auch den Frieden in der Welt und so weiter. Solche Zusammenhänge hat er wohl geahnt, ja. Aber ich selbst sehe das halt noch, ich gehe nochmal zurück auf unser gemeinwohlökonomisches Tricksystem sozusagen. Das unterstellt eben einen gewissen Egoismus, nämlich dass die Marktleiter, die Supermarktleiter, die Praxisleiter und so weiter im Markt ja irgendwie erfolgreich zu den erfolgreichsten gehören wollen und deswegen dann irgendwie ihre biegsame Psyche dann nachgibt und sie sich selbst ein X für ein U vormachen, um dann eben zu rechtfertigen, dass sie zum Beispiel die Menschen mit giftbillig Nahrung vergiften und krank machen, aber dadurch sind sie dann wenigstens, gehören sie zu den Marktführern, ne? Und sind konkurrenzfähig. Ja, und dieses Tricksystem, das gemeinwohlökonomische Tricksystem, setzt einfach genau an der Stelle an, indem es sagt, ja, hoppla, du kannst Marktführer sein, aber nur noch durch Gesundheitsförderung der Menschen, durch Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und dann kannst du auch weiterhin Marktführer sein. Du musst nur alles anders machen als vorher. Genau das Gegenteil von dem, was du vorher gemacht hast. Vorher hast du das Leben der Menschen zerstört im Kapitalismus und in der gemeinwohlökonomischen Tricksystem sozusagen. Kannst du Marktführer bleiben, aber nur, wenn du alles anders machst als vorher. Nämlich, wenn du Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner maximierst. Und ich habe gerade das Bild aufgeschlagen mit der Wohlfühlnotenwahlstimme, mit der Wohlfühlstimme, mit der Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve. Ich müsste noch erwähnen, die Wohlfühlstimmen-Alterskorrekturformel, die wir brauchen, so dass also das dann alles auch optimal funktioniert. Ich erkläre es jetzt nicht, warum das so wichtig ist mit der Erwartungskurve und so weiter. Aber entscheidend ist immer,
dass die gemeinwohlökonomischen Systeme halt den Nachteil haben, dass es sein könnte, dass man Leute versucht rauszuekeln, die ein höheres Krankheitsrisiko oder ein höheres Abgaberisiko von schlechten Wohlfühlstimmen oder von Verschlechterungen bei der Wohlfühlstimme haben. Und deswegen braucht es dann sogenannte Alterskorrekturformeln und die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve als Korrekturformel. Und damit eben niemand irgendjemanden rausekeln will, sondern immer nur ein Ziel hat, wie kann ich das Leben aller, die durch die Tür kommen, maximal verbessern, weil alles durch Korrekturformeln so korrigiert wird, dass ich immer, dass es mir nichts bringen würde, irgendjemanden rauszuekeln. Ne? Und ja, und das andere Tricksystem, nämlich das Bonobo kommunistische Gruppenehe-Tricksystem, da das sehe ich als den, also das der gemeinwohlökonomische Tricksystem ist also eigentlich ein Geisteskraft-Tricksystem. Das haben wir uns ausgedacht als Lösungsmodell. Es basiert also eigentlich auf der Geisteskraft, ja. Und das Bonobo-kommunistische Gruppenehe-Tricksystem ist ein genetisches, das hat sich in der Evolution ohne Geisteskraft entwickelt. Das ist quasi im Spiel der Gene, hat das sich entwickelt. Nämlich, dass eben irgendwie diese Liebeskontakte als Trickmittel, die Ausweitung, die missbräuchliche, zweckentfremdende Ausweitung von sexuellen Kontakten, sozusagen, um Liebesgefühle in der Gemeinschaft zu erzeugen, ja, dass das eben die Gewalt ganz drastisch reduziert hat und also quasi durch dieses Tricksystem die so gewaltbereiten Säugetiere ganz erstaunlich friedlich und pazifistisch geworden sind. Ja. Und ja, und ich fürchte halt, dass wir ja vielleicht eine Kombination brauchen. Also ÖFF kämpft für die Arbeit an der Nutzung der Geisteskraft des Menschen, um das Gute zu tun und das Sinnvolle zu tun. Und wir vom Weltrat und Next Scientists for Future argumentieren dafür, unterstützen die beiden Tricksysteme, gemeinwohlökonomisches Denken und Tricksystem einzuführen und bonobo-kommunistische Gruppen eher als Tricksystem auszuprobieren, um eben Gutes tun zu maximieren auf der Erde. Ja, ich gebe weiter. Ja, danke schön, danke schön. Und um da solche Experimente machen zu können, also in Kommunen oder Reservaten, ich nenne es Reservate für natürliche oder natürlich lebende, freiwillig verantwortliche oder freiwillig gesamtverantwortliche Menschen. Also wir brauchen solche Kommunen und Reservate, um diese allernötigsten Experimente machen und vorantreiben zu können. Ist natürlich ein Skandal, dass das nicht in der Gesellschaft eh schon viel stärker rauskommt. Also dass wir da ja reale Forschungsprozesse brauchen würden, dass die Wissenschaft da dran sein müsste, dass gesellschaftliche Kontroll- und Prüfungsgremien sich mit sowas beschäftigen müssen. Also man kann sagen, wie ich das früher gerne gesagt habe, wir haben eine Stiftung Warentest für die Stücke Seife im Supermarktregal. Wir haben keine Stiftung Systemtest für unsere grundlegendsten Werte, Orientierungsmaßstäbe und Verantwortungskonzepte. Haben wir nicht. Also es wird insgesamt eher wie die Katze um den heißen Brei, ne? Also da wird drumherum geschlängelt, statt das richtig an sich rankommen zu lassen, wie wichtig das wäre. Ist natürlich klar, also die Korruptionsgesellschaft würde sofort ins Schleudern kommen. Ne? Dann würden wir nämlich auch sehen, wir haben Arbeitsagenturen und Kriegsministerien, aber wir haben keine Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen. Das heißt, für die, wenn wir da ehrlich drauf schauen, wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben haben wir keine Organisationszentralen. Die haben wir nicht geschaffen. Da gibt es auch Machtgruppen, die das nicht zulassen wollen, dass so etwas geschieht. Ja, es ist doch beeindruckend, wie jetzt gerade die Waffenindustrie wieder versucht, uns in einen neuen Weltkrieg zu lenken, der Millionen Tote vielleicht bringt, aber Riesenmilliarden Profite. Ja, aber wir wissen es in vieler Hinsicht schon seit langem. Diese wichtigen Antikorruptionsaufgaben, diese Sicherung von vernünftiger Verantwortlichkeit,
Das wird nicht so gerne gewollt, weil wir alle, die kleinen Leute und die großen Leute, die Spielwiese der Korruption viel zu sehr beibehalten wollen. Solange der kleine Mann auch eher von einem Lottogewinn für sich träumt, um zu den Reichen und Mächtigen zu gehören und auf Kosten der Armen oder von ihnen abgegrenzt den Luxus holen zu können, solange brauchen wir uns nicht wundern, dass solche Leute auch entsprechende Politiker wählen oder bei entsprechenden Wirtschaftsbossen arbeiten und konsumieren gehen. Die Wurzeln sind ganz tief und erstrecken sich über die ganze Breite des Menschseins und der menschlichen Daseins- und Gemeinschaftsformen. Also das wäre wirklich ganz wichtig, dass diese Dinge entstehen. Dafür brauchen wir, und das könnte jeder, auch der Staat, schon seit langem gesehen haben, wir brauchen allerdringend solche Experimentalformen, solche Kommunen oder solche Reservate. Aber nicht nur, dass das nicht gemacht wird, sondern wenn Leute dann aus Eigeninitiative hingehen und damit anfangen, also wie wir das in Schenker-Bewegung jetzt gemacht haben, seit 1991, in praktisch vorgelebter Weise und ohne Fördertöpfe oder was, die da gleich im Spiel waren, sondern am Anfang waren das ein Kumpan von mir und ich, die wir da im Winter allein auf die Straße gingen, so als Wanderprediger, kann man sagen. Und auch die Gemeinschaftsprojekte, die wir hatten, das entstand alles mit Blut, Schweiß und Tränen. Also Leute, die ihre Immobilien nicht halten konnten, vergammelte Häuser, verschimmelt, kaputte Fenster, Schornsteine und alles. Oder dass wir hingegangen sind und waren auch bereit, zum Teil auf besetztem Land, zum Teil gegen massive Drohungen aus dem Umfeld oder von Ämtern, da Naturreservate oder Biotope zu versuchen. Also wenn dann Eigeninitiative schon bei Leuten da ist und sie machen es, dann müssen sie damit rechnen, dass eher dagegen gewirkt wird. Also ich sage gleich dazu, und damit richte ich mich an den speziellen Teil unserer Zuschauer, der da vielleicht auch in der Staatssicherheit sitzt oder dazu gehört. Ich bin schon der Ansicht, spüren zu können, dass es da eine gewisse Zwiespältigkeit gibt. Also es gibt da Leute, die die Vernünftigkeit unserer Gedanken und die Willensbereitschaft und Opferbereitschaft beim Experimentieren, die das sehen und die sehen können, das ist eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, die müssten eigentlich alle bejahen können. Da müsste, auch das Grundgesetz Forschungsfreiheit, müsste so weit gehen, wie es einer der Professoren, die Väter des Beutelsbacher Konsenses waren, mal formuliert hat, als man ihm sagte, es müssen aber noch Dinge tabuisiert werden, wie die Verfassung. Hat er gesagt, Leute, wer glaubt denn, dass die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland das Ende der menschheitlichen Verfassungsgeschichte ist? Die Bereitschaft zur Vernunft, die nach dem insgesamt Guten schaut, nach dem insgesamt Verantwortlichen, das muss immer über allem stehen, auch in unserer Demokratie oder in dieser jetzigen Rechtsform, muss das als ein höchster Maßstab möglich sein oder zugelassen werden und muss andere Dinge in Frage stellen können. Also ich glaube, es gibt auf Staatsseite einige Leute, die die Vernünftigkeit und Ernsthaftigkeit unserer Ideen und Taten so sehen, dass sie zumindest gucken, dass das nicht einfach nur plattgebügelt, abgewürgt wird. Von Fördern will ich jetzt noch nicht reden, aber ich meine, gut, wir erleben sogar an manchen Stellen Sympathie und Förderungsbereitschaft, wie bei der Real-Utopia-Wiese am Rande von Marburg, siehe den Wikipedia-Artikel über mich. Aber ansonsten, also ich glaube, es gibt welche, die da entschärfend wirken wollen. Und zumindest nach dem Motto, lasst sie doch oder so, wir tun doch keinen Schaden und versuchen eine Aufgabe zu erfüllen, die eigentlich für alle Menschen, alle menschlichen Gesellschaften ja eigentlich sogar vorne stehen müsste. Auf der anderen Seite gibt es aber auch massive Machtdynamik, die sich gegen solche Experimente wendet. Und daher haben wir mit einigem zu tun. Also das Zeltcamp in Berlin nicht mehr genehmigt, obwohl in der heutigen Zeit wahrscheinlich kaum ein Zeltcamp irgendwie auch nur annähernd so begründet sein könnte wie ein Demokratiefürsorgecamp. Egal, trotzdem, da haben wir zu kämpfen, dass mit Lügen und Manipulation die Genehmigung des Zeltcamps gestrichen wurde. Strafverfahren, weil wir dann illegal gezeltet haben, die fallen gelassen wurden, weil aus meiner Sicht der Staat die offene Argumente Auseinandersetzung da nicht führen wollte oder die Staatsanwaltschaft. Und so geht's weiter. Also wir haben Störagenten, sag ich mal, zum Teil, die in unsere Projekte geschickt werden, um die Projekte zu ruinieren, die da hingehen und gewaltsam Gebäude besetzen,
tätlich gegen Projektverantwortliche agieren und so weiter. Es ist richtig schlimm, zum Teil. Und einer der Gründe wäre natürlich dann auch, oder Brandanschlag hatten wir jetzt letztens, ne? Und ich kriege hier immer wieder so Ämterdrohpost nach dem Motto, Sie haben doch gewünscht, dass wir Ihnen schreiben oder so, damit Sie wieder ins System zurückkommen und so. Wo ich dann immer sage, nee, ich habe nicht gewünscht, ne? Das haben andere Leute in meinem Namen betrügerischerweise da verbreitet. Also das ist alles da und das könnte alles ein Grund sein, letzter Satz, warum ihr, liebe Zuschauer, endlich aus dem Quark kommt, nicht im Wohnzimmersessel sitzen bleibt und schimpft, wie schlecht die Welt ist oder euren Garten pflegt, sondern dass ihr zu uns kommt und wir mit gewaltfreien Mitteln solche Keimlinge, solche Kommune- oder Reservatskeimlinge stärken. Da brauchen wir euch, ne? Und nicht, dass ihr sagt, oh, wir wollen uns die Hände nicht schmutzig machen und wir wollen nur in Ruhe gelassen werden und es darf keine Unsicherheit, kein Unsicherheitsfaktor mit dabei sein. Kommt raus aus dem Quark. Echt, wir brauchen euch. Ich gebe an den. Ja. Ja, also, ÖFF hat ja auch gerade eben erwähnt, so hat so angesprochen, ja, also für die Seife im Supermarkt gibt es eine Stiftung Warentest und eine Warentestung, aber für alles Wichtige gucken wir eigentlich gar nicht, was wirklich Sache ist. Und das ist ja, wir sprechen ja deswegen beim Weltrat von der Stiftung Warentestisierung der Welt, weil wir sagen, wir müssen endlich messen, wo ein Politiker gegen die Menschen regiert und für die Konzerne regiert und durch unsere Trickmechanismen des Gemeinwohlökonomischen machen wir quasi zum Beispiel, ich habe es hier gerade aufgeschlagen bei der Partei des Gemeinwohls, die wir ja beraten und wo der ÖFF ja auch zum Aufsichtsrat gehört, damit es nicht dasselbe Schicksal nimmt wie die Grünen, so eine Art umgedrehte Partei wird, ja, durch die Freundschaften mit den reichen Firmen, ne? Also Gemeinwohlwirtschaft macht Wirtschaft, Politiker, Wissenschaftler und Medienmitarbeiter auf die einfachste und zeitsparendste Weise zu unseren Dienern. Auf europäischer oder deutscher Ebene mit einer Bundesliga der Landesregierungen mit Tabelle und drei Absteigern, Klammer, Neuwahlen schon 1,5 und 2,5 und 3,5 Jahre nach der Landtagswahl der Absteiger, also die auf den Absteigerplätzen stehen, ja. Und Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner eines Landes entscheiden über Tabellenplatz beziehungsweise Abstiegsplatz. Ja, das heißt also, wir mit dem Tricksystem entziehen wir dem Lobbyismus jegliche Existenzgrundlage, weil ein Politiker, der auch nur einmal auf einen Lobbyisten hört, der ist am nächsten Tag, wird er abgewählt. Ja? Das ist gemeinwohlorientierte Tricksysteme. Ne? Das ist gemeinwohlökonomisches Trickdenken sozusagen. Und so wollen wir eben einfach sozusagen sagen, ja okay, für die Menschen, die nicht empfänglich sind für das gute Tun aus Geisteskraft, die das Sinnvolle sieht und das Richtige sieht oder die auch irgendwie es nicht ertragen, wenn sie dann in den Marktzwängen eben nicht so erfolgreich sind wie die Konkurrenzfirma, die gnadenlos gegen die Menschen arbeitet. Da haben wir das Tricksystem, dass wir einfach demjenigen, der Gutes tut, einfach dem helfen, dem quasi positive Subventionen geben. Wir nennen das ja Verdienstzuschüsse. Christian Felber nennt es Steuervorteile geben. Ja? Und dem, der weiterhin gegen die Menschen arbeitet, der kriegt halt Steuernachteile, reduzierte Verdienstzuschüsse, kriegt einen Entzug an Subventionen und geht dann tendenziell pleite. Ne? Und das ist so dieses, dass wir sagen, ja okay, für die Menschen, die es nicht per Geisteskraft schaffen, sich irgendwie zu entscheiden für das Gute und Sinnvolle, für die haben wir die Tricksysteme, und können also einmal die gemeinwohlökonomische Herangehensweise
und Denkweisen, die gemeinwohlökonomischen Denksysteme sozusagen und Lenksysteme. Und auf der anderen Seite haben wir eben die sozusagen die Experimentalmöglichkeit, dass vielleicht dann die Hausarzt-Gesundheitskommunen oder die Menschen jetzt sofort in der, zum Beispiel in der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd ausprobieren wollen und sagen, einige ausprobieren wollen und sagen, wir wollen mal ein Unterexperiment machen. Wir wollen einfach mal gucken, ob es trotz des Kapitalismus mit seiner allzeit laufenden Gehirnwäsche, wir es irgendwie schaffen, ob wir ein bonobo-kommunistisches Gruppenehe-Experiment realisieren können oder eben nicht, ne? Und so, ja, und wie gesagt, ich sehe, um das nochmal zu sagen, das Gemeinwohlökonomische ist eigentlich ein Geistesprodukt und der bonobo-kommunistische Gruppenehe war in der Evolution der letzten, ja, 5 Millionen Jahre circa hat sich das evoluiert, das bonobo-kommunistische Gruppenehesystem. Das war so ein DNS-Experiment, also quasi, wir haben ja zwei Steuerungsebenen der Lebewesen. Das ist einmal die im Gehirn ablaufenden Steuerungsvorgänge und die in der DNS durch Wachstum von bestimmten Gehirnstrukturen, also Gestaltung von Gehirnstrukturen erfolgenden Steuerungen. Und beides sind eben Ebenen, die möglich sind. Und wir nutzen da eben die zwei verschiedenen, einmal eine genetische Steuerungsebene, die nutzen wir trickreich aus mit dem bonobo-kommunistischen Gruppenehesystem. Und auf der anderen Seite nutzen wir mit dem gemeinwohlökonomischen Steuerungssystemen und Lenksystemen nutzen wir eben sozusagen, haben wir da ein geistiges Produkt, um die Menschen, die noch egoistisch bleiben, sozusagen die dann auch zum Gutes tun hinzuschubsen. Ja? Ich gebe wieder weiter und wir suchen ja dann auch bei allmählich das Ende. Ne? Genau, 10 Uhr können wir sagen, ist ein guter Abschlusszeitpunkt. Insofern, von mir aus ist das, was ich jetzt sage, gleichzeitig mein Checkout und mein letzter inhaltlicher Beitrag. Vielleicht, wenn Dylan danach geredet hat, dass ich nochmal auch euch allen eine Umarmung durchs Telefon oder Internet schicke. Aber jetzt das letzte Inhaltliche und Rückblick auf das, was in dem heutigen Gespräch war. Also ich bin wieder sehr zufrieden damit, dass wir von den allgemeinen Grundlagen, über die wir oft reden und die wir gerne mit euch interaktiv diskutieren würden, wo aber noch Wüste ist, dass wir von dem Wiederansprechen dieser allgemeinen Grundlagen bis zu konkreten Aktions- und Projektmöglichkeiten gekommen sind, wo wir zum Teil dann aktualisiert den neuesten Stand auch an euch weiter mitteilen konnten. Ob das Zukunftskongressplanung ist, ob das Corona-Widerstand ist, beziehungsweise allgemeiner gesprochen, Widerstand gegen dieses Vorantreiben der Entwicklung zu einer digitalen Willkürdiktatur. Ob das dann Einblicke waren in die konkreten Projekte auch, die wir machen und welche Probleme wir damit haben. Von Berlin bis zu ja, wenigstens 10 anderen Projekten, zumindest Standorten, auch wenn sie manchmal sogar leer stehen. Ja, also ich bin zufrieden damit, dass wir das mal wieder so auf dem Stand der Entwicklung anschauen konnten. Ich danke für das Gespräch. Ich danke denen, die es sich anschauen, für ihre Aufmerksamkeit. Und ich kann nur wünschen, dass wir wirklich mal überlegen, kümmern wir uns ums Wichtigste, machen wir das, was wäre das, warum sind wir nicht mit dabei, wo es um solche Orientierungsfragen geht, wie jetzt hier in den Talks oder in dem Forum. Gibt es was Vergleichbares oder ist das auch so wichtig oder wichtiger, sich die Frage wirklich mal stellen? Alles klar, ja, damit kann ich sagen,
reicht das schon an dieser Stelle und ich gebe mal wieder an den Dirk. Ja, und dann mache ich auch nur ein relativ kurzes Schlusswort. Wir tun hier das Richtige. Nirgends auf der Welt kenne ich eine Situation, wo ein Moderator hier ist, wie Öffi und Diplom-Theologe Jürgen Wagner, der wirklich alle Argumentationslinien ganz ohne Cancel Culture hier völlig zulassen würde. Montag und Samstag. Das ist der einzige Ort der Erde, den ich kenne, wo keine Cancel Culture praktiziert wird und wo ich quasi meine naturwissenschaftliche Sichtweise genauso argumentieren kann, wie ein anderer seine esoterische Sichtweise argumentieren könnte. Hier ist der unzensierte Ort. Alle reden von freier Debattenkultur, aber niemand kommt. Und das ist genau das. Das hat die Marktwirtschaft geschafft, dass sie, denn dadurch, durch diese Modewerdung der Cancel Culture, mit dem darfst du nicht reden, mit Andersdenken darfst du grundsätzlich nicht reden, immer nur mit deiner eigenen Bubble darfst du reden und mit allen anderen darfst du nicht reden, weil das sind ja alles dann schlechte Menschen, ja. Alle, die anders denken, sind ja immer gleich schlechte Menschen und mit denen darf man nicht reden, sonst würde man die ja noch unterstützen, ja. Und diese Cancel Culture, die führt ja am Ende dazu, dass nach wie dann eben die Milliarden Gelder, also Gelder, Millionen und Milliarden entscheiden, was überhaupt jemals diskutiert werden kann. Denn nur wer Milliarden hat, kann in die öffentliche Diskussion kommen, weil die Leute dem Ruf, und wie gesagt, wir werden das probieren, dass ich einen kleinen Verteiler mal zusammenstelle und dann werden wir sehen, ob es überhaupt eine Reaktion gibt. Aber sozusagen, ich habe es ja schon früher versucht, die Tendenz ist einfach, dass man einfach gnadenlos Cancel Culture praktiziert und dann eben es dazu kommt, dass eigentlich es nur so bleibt, wer Milliarden hat, kann seine Denkweise bekannt machen und wer keine Milliarden hat, den hört man einfach nicht, weil er einfach die Menschen nicht erreichen kann. Ja? Und so bleibt die ganze Marktwirtschaft das dümmste System, was ich mir jemals vorstellen kann, weil es die Ideen, die Chancen guter Ideen und neuer Lösungswege völlig wegblendet. Ja? Ja, das war so mein Schlusswort und dennoch versuchen wir es weiter, das Richtige zu tun. Am Montag um 19 Uhr geht es ja schon wieder weiter. Auch dort werde ich mich wieder wie beim New World Economic Forum beim sozusagen mit dem besten Moderator, den ich weltweit kenne, fühlen und bei diesem neuen Weltwirtschaftsforum und diesem neuen runden Tisch werde ich mich dann wieder fühlen. Und wir haben hier allerhöchstes Niveau. Wir könnten hier alles diskutieren. Hier könnten alle Leute, die für die Ermordung der Reichen plädieren, da können wir diskutieren. Wir können für die diskutieren, was wir am Montag vielleicht wieder machen, was wie sinnvoll eine Geldabschaffung ist und. Ja, wir können alles kann hier besprochen werden, reihum. Und für alles kann argumentiert werden. Und die Leute nutzen es noch nicht. Ne? Ja, also, ich von mir aus jetzt wieder die Frage an Öffi, ob er noch was Wichtiges hat. Ansonsten vertagen wir auf Montag. Ne? Ja, ich habe noch einen Zusatz, wo du das jetzt zum Schluss gesagt hast, dass das so eine einmalige Gelegenheit ist. Liebe Leute, ihr wisst ja alle, das ist zwar vielleicht andere Plattformen gibt, die auch sagen, dass sie für freie Argumentekultur sind und für Zensurfreiheit. Die so tun, würde ich sagen. Die so tun, als ob. Ich habe noch keine gefunden, die es wirklich ernst meint. Ja, aber auch wenn da Leute sogar drum kämpfen, also alle kriegen wahrscheinlich auch im Moment mit, dass Telegram massiv unter Druck gesetzt wurde, also dieser Messenger, gerade weil sie gesagt haben, oh, da können Leute alles sagen, ne? Und die überlegen, ob sie jetzt da gewaltsamen Widerstand gegen den Staat leisten müssten, ob sie die Reichen ermorden wollen, was weiß ich. Und der Gründer da von diesem Telegram-Messenger hat sich wohl wirklich, also kräftig gesträubt und hat gesagt, er will keine Zensur und jetzt hier die deutsche Innenministerin und juristische Wege
haben wohl dazu geführt, dass 68 Kanäle oder was habe ich gehört, gestrichen wurden. 64. 64. Und eben, da gerade der Artikel handelte davon, dass da irgendwie bei den Begründern mittlerweile doch auch finanzielle Interessen im Spiel sind, weswegen sie angeblich klein beigegeben haben. Ja, was auch immer. Aber jedenfalls haben die sich ja ein bisschen bemüht. Was macht uns einmalig im Vergleich dazu? Und das kann ich ganz präzise nochmal benennen. Dass wir nämlich nicht nur einfach sagen, ja, wir hätten gern die freie Meinung und Diskussion und die freie Argumentekultur. So, und wenn die anderen Leute kommen und setzen unter Druck, leisten wir vielleicht noch ein bisschen Widerstand und dann knicken wir ein. Sondern wir sagen erstens, das muss ein Grundgesetz sein, wofür man bis zum Äußersten geht, also diese Freiheit so zu beanspruchen und dann auch existenziell mit eigenen gewaltfreien Aktionen auf der Straße, mit anderen alternativen Lebensmodellen, wie solchen Reservaten. Wir müssen zu allen Mitteln greifen, um Freiräume für diese Freiheit zu behalten. Und bei uns können dann alle Fragen auch weiter genauer thematisiert werden. Was kann es denn bedeuten? Also ich habe bisher noch keine von den sogenannten freien Argumente-Plattformen erlebt, wo, also die konnten zwar auch dann ganz frei diskutieren, also wie tauschen wir jetzt Rezepte aus über die selbst angebauten Kräuter im Garten und sowas, das geht alles und ist auch schön und geht munter hin und her. Aber alleine jetzt in so einer Zeit wie jetzt hier bei Corona, konnten Corona-Standpunkte diskutiert werden. Konnte auf Corona-Standpunkten beharrt werden oder der Freiheit, sie zu diskutieren, auch wenn mit Drohung durch Abschaltung gegen diese freien Plattform vorgegangen wurde. Also wenn es ans Eingemachte geht oder ans Ernste, dann knicken diese Plattformen ein und machen sich auch gar keine Konzepte, auch was sie dem Staat sogar, dem mit Drohkeule kommenden Staat, als alternative, argumentative Gegenforderungen stellen könnten. Und ich sage, wenn man das ernst meint mit so einer freien Argumente-Plattform, ich mache mal als Beispiel, also wir müssen doch zum Beispiel, wenn wir den Rassismus jemals loswerden wollen, müssen wir doch immer wieder argumentieren und den Argumente bringen, die ich letztens in einer Sendung gebracht habe, warum jeder Rassismus von den Naturwissenschaften als schädlich hingestellt, erkannt wurde. Ja? Also wenn ich also Unliebsames loswerden will, muss ich es doch durch Argumente entkräften und nicht im Unsichtbaren belassen. Genau. Und also diese freien Argumente-Plattformen, oft scheitern sie sogar von innen schon, weil keine ausreichenden Sicherungsmechanismen gegen Korruption, Manipulation und heilige Kühe eingerichtet werden. Das heißt, die Rezepte über die Verwertung der selbst angebauten Kräuter, das klappt ganz gut. Aber oft hat man dann sogar schon Zensurgrenzen innerhalb der Plattform selber, wenn es dem Organisator der Plattform zu sehr ans Eingemachte geht, wo der dann schon, nee, das will ich aber doch nicht bei mir. Und hier wird dann doch was so eingerannt oder wegmanipuliert. Ja, wenn es darum geht, auf die wichtigsten Fragen, die wichtigsten, wie war das, begründbaren Antworten zu geben, dann hört's auf. Dann ist plötzlich, ist Schluss mit freier Argumentekultur. Ne? Und wir denken dann, und wir könnten das provozierend auch an den Staat als Aufforderung richten, lieber Staat, statt dass hier ohne Argumente irgendwas von der Bühne geschubst wird, müssten wir nicht erstens einen Notschreibereich oder eine Notschreifunktion einrichten, wenn jemand meint, er wird auf nicht argumentative Weise korrumpiert oder verdrängt. Und müsste der nicht gerade in die Talkshows eingeladen werden, weil er diesen Notfallknopf gedrückt hat, ne? Ja, genau. Müssten wir nicht diesen Notfallknopf wie den Notfallknopf am Krankenhausbett so in seiner Wichtigkeit und Resonanz und Bearbeitung durch kompetente Leute, nennen wir sie mal Friedensagenten oder Awareness-Agenten, müsste das nicht sichergestellt sein, dass das ausreichend bearbeitet wird, damit diese schlimmste Krankheit, die nicht argumentative Gewaltdurchsetzung, damit die eben nicht den Ring bestimmt. Und weitergehend, das müsste eigentlich bedeuten, dass wenn jemand diesen Notfallknopf drückt, und er sagt vielleicht, er wird auch von dem Gründer der Plattform oder vom Staatspräsidenten willkürlich hier manipuliert oder korrumpiert und verdrängt, dass er dann sagen kann, ich möchte, dass das mit den modernsten Formen der Problembearbeitung oder Konfliktarbeit angegangen wird. Das heißt, man kann erst direkt miteinander im ganz kleinen Kreis versuchen zu lösen und dann müssen geeignete Konflikthelfer, Mediatoren oder Sachverständige oder dann eben am Ende auch die gesamte Stammesgemeinschaft, sage ich jetzt mal, oder Bezugsgruppenkonferenz,
müsste mit einschaltbar sein, um das wirklich zu beurteilen. Also das sind alles Konzepte, die auch der Telegram-Gründer jetzt nicht nach meinem Kenntnisstand dann mit auf den Tisch bringt, genauso wenig wie er sich auf die Straße stellt oder in die Kommunen setzt. Bei uns habt ihr das. Und es geht noch weiter. Sogar wenn man hingeht und würde innerhalb so einer Plattform diese Antikorruptionsmaßnahmen und Mechanismen auf den Tisch bringen und einführen, effektiv einführen, dann kann immer noch von außen die viel dickere Faust kommen und im hinteren Winkel, wo so ein kleiner Vogelskeimling da aufkommt, wird er plattgehauen. Kann passieren. Habe ich mehrfach übrigens schon erlebt, ne? Dass wenn wir hingegangen sind, haben zum Teil sogar auch schon mit Politikern versucht, solche Ebenen der Auseinandersetzung einzurichten, dass sie dann doch aus einer ganz anderen Ecke plötzlich patsch mit der noch größeren Faust plattgedrückt wurden. Das heißt, wenn man überlegt, wie kann man eine freie Argumente-Plattform richtig ernsthaft gestalten, dann muss von einem selbst aus und als Forderung an den Staat, muss die Forderung gestellt werden, dieses Experiment braucht ganz schnell, ausreichend schnell, eine ausreichend gesellschaftssichtbare und gesellschaftsrelevante Bühne, sodass keiner, auch nicht die größte Gewalt des Staates, die Möglichkeit hat, da hinterm Vorhang oder in einer Nische platt zu hauen, ohne dass es den ausreichenden Empörungswiderhall in der Gesellschaft finden könnte. Es muss die gesamtgesellschaftliche Relevanz verliehen bekommen und den Schutz dadurch auch verliehen bekommen, sodass sie nicht dann doch wieder, und das würde für Scheinheiligkeit sprechen, dass man es gar nicht wirklich ernst gemeint hat, einfach von der Seite ausgehebelt werden kann. Ja, das kriegt ihr bei uns geboten. Wir sind bereit, das als ein höchstes Ziel zu sehen. Wir sind bereit, dafür auf der Straße zu stehen. Wir sind dafür bereit, in Lebensformen, in Kommunen oder Reservaten zu sein. Wir sind bereit, diese Sicherheitsmechanismen zu Ende zu denken, so gut das geht. Und wir sind bereit, den gesellschaftlichen Rahmen zu bedenken, wodurch das Ganze überhaupt erst wirklich eine stabile Gestalt bekommen kann. Und das hauen wir auch, oder legen wir einladend und liebevoll auch den Staatsvertretern auf den Tisch, um die Frage zu stellen, was kommt raus, wenn wir darüber vernünftig miteinander reden könnten, wenn es nach Argumenten gehen würde. Okay, das war als letztes, weil mich das doch eingeladen hat, was der Dirk gesagt hat, das noch hinzuzufügen. Jetzt muss ich aber auch Schluss machen, weil hier bei mir rufen schon die nächsten Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Ja, ich habe noch zwei Schlusssätze da. Ganz kurz dann noch. Also diese 56%, die Professoren mit dem gemeinwohlökonomischen Tricksystem erzielt haben, die haben ja simuliert, dass die reiche Welt uns überall ganz hochoffiziell bekannt gemacht hätte. Diese Situation haben wir nicht und dadurch, ich fahre halt einfach eine Doppelstrategie. Wir machen hier das Richtige, indem wir sozusagen hier den runden Tisch machen, den neuen runden Tisch. Und auf der anderen Seite setze ich auf die Doppelstrategie, dass ich eben einfach so gut ich kann plädiere für die GWO und die bonobo-kommunistische Gruppen eher als Tricksysteme. Auch wenn wir diesen Status, dass das große System uns so bekannt macht, dass wir dann 56% der Wählerstimmen erreichen können, davon unendlich weit entfernt sind. Ne? Also insofern, ich probiere es einfach weiter und am Montag geht's weiter. Alles klar, seid alle umarmt. Bis dann. Alles klar, bis Montag. Tschüssi.